So, es geht weiter. Wir wissen jetzt, dass dieser komische Typ hier die Hände braucht, um ja, Helena Romanski hier hinzubringen. Warte, kann ich hier noch? Warte. Warte mal. Kann ich hier noch hin? Oder? Ach so, nee, dann geht sie nur wieder zurück. Okay. Dann möchte ich jetzt in diesen Aufzug. Ach, das ist gar kein Aufzug. Ach so. Okay, wir haben jetzt nur die Tür aufgemacht. Wir haben einen Schraubenzieher und einen Metallschneider. Ja, wie genau hilft uns das jetzt noch weiter? Vielleicht hier unten. Because maybe. Vielleicht können wir das Gitter, das hier vorne war, mit unserem Metallschneider durchschneiden. Ich wüsste nicht wieso, aber vielleicht funktioniert das. Da, das sieht aus wie ein Lüftungsschacht. Ja. Da, Okay. das sieht aus. Aber mehr sagt sie da nicht zu. Okay, dann möchte ich noch mal in die Fabrik. Ja, mit Oskar reden wird jetzt auch nicht so viel bringen, wahrscheinlich. Gegebenenfalls müssen wir noch mal mit dem komischen Typen reden, auch wenn ich das echt nicht möchte. Und was ist hier noch beim Automaten? Hände sind da. Ja gut. Ja, er hat ja jetzt gerade keinen Grund zu spielen. Aber ich brauche die Hände. Ich muss irgendwie die Hände mitnehmen. Kann ich hier irgendetwas machen? Die Hände wieder einfach abschneiden. Nee, okay. Kann ich hier noch weiter? Nein. Hier gibt es nichts Neues. Gut. Dann muss ich halt wieder mit dem netten Herrn reden. Herr Borodine oder wie er heißt. Ich höre dich, du blöde Ratte. Aber ich glaube, die wird uns nicht großartig stören. Ach ja, genau, hier war noch dieser ferngesteuerte Aufzug oder so. Diese Einschienenbahn wird anscheinend durch Fernsteuerung betrieben. Eine Einschienenbahn. Steht die hier? Kann ich da irgendwie rauf? Nee, okay, dann gehe ich hier halt noch mal rein. Und rede mit dem Typen. Hören Sie bitte, das alles ist ein einziges Missverständnis. Sie werden mir die Hände von Oskar wiedergeben und wir werden Ihre Stadt umgehend verlassen. Das kommt gar nicht in Frage. Ich brauche diese Hände. Das ist alles. Ja, aber du brauchst sie doch jetzt noch nicht, wenn der Ki die Romanski nicht da ist. Entschuldigung, ich kann Ihrer komplizierten Geschichte nicht folgen. Wie dem auch sei, ohne die Hände meines Pilotautomaten sitze ich hier fest. Ich habe das alles nur für diese Frau erfunden und gebaut. Verstehen Sie? Um sie noch einmal hier in meiner Fabrik singen zu hören. Diese Frau? Von wem sprechen Sie? Von Helena Romanski. Die einzigartige, wunderbare Helena Romanski. Eine Stimme so rein, so kristallklar. Ein Engel. Sie hat einmal hier gesungen, als Kompolsgard noch ein blühender Industriekomplex war. Es war ein magischer, irrealer Moment. Lange,
Sehr lange Zeit später war sie es vielleicht, die mir das Leben rettete, indem sie ihm einen Sinn gab. Als man mir verkündete, dass das Programm zum Abbau der Mine wenn sie... Wirklich? Können Sie mir... Das kann... Diese Geschichte... Entschuldigung. Tun Sie das. Hören Sie bitte. Das alles ist ein einziges Missverständnis. Sie werden mir die Hände von Oscar wiedergeben und wir werden Ihre Stadt umgehend verlassen. Das kommt gar nicht in Frage. Ich brauche diese Hände. Das ist alles. Ja, was sagen wir jetzt? Und wenn ich Ihnen helfen würde, andere Hände zu bauen? Warum? Entschuldigen Sie das. Okay, da, ich glaube, das bringt gerade alles nicht so sehr viel. Vielleicht muss ich dann doch nochmal mit Oscar reden. Mehr Menschen gibt es jetzt hier ja gerade nicht, vielleicht zum Glück. Dann kann hoffentlich so etwas wie in Barockstadt nicht wieder passieren. So, jetzt können wir ja den vorderen Ausgang einfach nehmen. Das macht das Ganze etwas einfacher. So, lieber Oscar, bist du noch da? Lebst du noch? Ich hoffe, der gibt uns jetzt neue Informationen. Wie geht es Ihnen, Oscar? Gut. Bis auf die Tatsache, dass ich weder Tee trinken, noch Zeitung lesen und schon gar nicht mich am Kinn kratzen kann. Danke für Ihre Fürsorge, Kate Walker. Wofür muss er sich bitte am Kinn kratzen? Das kann nicht jucken. Ich kann Sie jetzt schon beruhigen, Oscar. Diesmal brauche ich Ihre Hilfe wirklich nicht. Ich möchte Sie nur bitten, auf sich selbst zu achten, bis ich wieder zurück bin. Ich werde mich an Ihre Anweisungen halten, Kate Walker. Oscar, Sie müssen einsehen, dass wir, wenn wir Ihre Hände zurückbekommen und unsere Reise fortsetzen wollen, den Vorschlag des Direktors unbedingt annehmen müssen. Und ihm diese Opernsängerin Helena Romanski bringen. Was man nicht alles für ein einfaches Paar Hände tun muss. Sie müssen wohl immer alles ganz präzise formulieren. Dass unser Zug aber auch ausgerechnet hier eine Panne haben musste. Wie oft soll ich es Ihnen denn noch sagen, Kate Walker? Das ist keine Panne, sondern ein Routinevorfall, der bei mechanischen Motoren in der Natur der Sache liegt. Sie müssen wohl immer alles ganz präzise formulieren. Präzision ist eine der grundlegenden Eigenschaften, die man von einem Lokführer erwartet. Wer weiß, wo uns diese Geschichte noch hinführt. Vielleicht sollte ich einfach nach New York fahren und Hans Vorarlberg für tot erklären. Hans Vorarlberg ist tot? Haben Sie neue Informationen, von denen Sie mir nichts gesagt haben? Aber nein, es wäre nur eine recht praktische Hypothese. Kate Walker, ich kann es nicht glauben. Sie wären also bereit zu lügen? Dabei hielt ich Sie für eine durchweg ehrliche Person. Ja, ein kleiner Moment der Schwäche. Passiert Ihnen das nie, Oscar? Niemals, Kate Walker. Entmutigung gehört nicht zu meinen Verhaltensoptionen. Sie haben recht, Oscar. Wir werden Hans finden, und zwar lebend. Davon bin ich überzeugt. Na, sehen Sie? Ja, was soll ich jetzt großartig machen? Ich habe einen Schraubenzieher und einen Metallschneider. Ich glaube, so arg viel kann ich damit gar nicht machen. Wofür brauche ich noch einen Schraubenzieher und einen Metallschneider? Ich würde ja sagen, um die Hände zu klauen. Vielleicht habe ich auch noch was in dem Zimmer für Helena vergessen. Denn ich glaube, mit dem komischen Kerl zu reden, bringt auch nichts mehr. Ja. Bei der Orgel können wir eigentlich auch noch nichts machen.
Obwohl ich mich frage, warum wir die Hände nicht einfach selber abmontieren können. So, ist hier noch irgendetwas? Können wir nicht Musik hören auf dem Grammophon? Ach, wartet mal, vielleicht habe ich eine Idee. Ach Quatsch, jetzt habe ich wieder was Komisches gedrückt. Möchte noch mal das Buch angucken. Ach so, ich kann die kaputte Schallplatte nicht nehmen. Ja, schade. Okay, kann ich nicht mit dem Kerl noch mal über seine ganzen Briefe reden und den Fakt, dass Helena krank war und wahrscheinlich nicht in der Lage sein wird, herzukommen, selbst wenn sie wollte. Und selbst das bezweifle ich stark. Können wir nicht irgendwie ihre Musik hören? Nee, da geht sie wieder zurück. Warte, da ist so ein Schacht. Aber den kann ich von hier nicht mehr sehen. Okay, ich frage mich nämlich, was wir auch noch unten mit diesem Lüftungsgitter machen müssen. Ach, wir können doch bestimmt mit dem Kerl noch mal irgendwie hier über Helena und seinen Raum sprechen. Das fände ich merkwürdig, wenn das nicht gehen würde. Ich möchte gern hier mit der Bahn fahren. Was geht, glaube ich, noch nicht. Kann ich ihm vielleicht das hier zeigen? Nein. Was ist mit dem Buch? Auch nicht. Ich glaube, die Dokumente kann ich generell keinem zeigen. Was ist damit? Auch nicht. Brauchst du einen Schraubenzieher oder einen Metallschneider? Nein. Hören Sie bitte, das alles ist ein einziges Missverständnis. Sie werden mir die Hände von Oskar wiedergeben und wir werden Ihre Stadt umgehend verlassen. Das kommt gar nicht in Frage. Ich brauche diese Hände. Das ist alles. Ist es Ihnen klar, dass Sie, als Sie in die Lokomotive eingedrungen sind, Privateigentum verletzt haben? Hier müssen Sie wissen, in dieser Anlage gehört Mein Zug? Sola Das kommt. Alles. Das hoffe ich. Entschuldigen. Tun Sie. Hören Sie bitte. Das alles ist ein einziges Missverständnis. Sie werden mir die Hände von Oskar wiedergeben und wir werden Ihre Stadt umgehend verlassen. Das kommt gar nicht in Frage. Ich brauche diese Hände. Das ist alles. Wer sind Sie? Sergei Borodin. Ich hatte nicht die Ab. Was für eine. Ich sagte. Ach ja. Das sagt. Entschuldigen Sie bitte. Tun Sie. Hören Sie bitte. Das alles ist ein einziges Missverständnis. Sie werden mir die Hände von Oskar wiedergeben und wir werden Ihre Stadt umgehend verlassen. Das kommt gar nicht in Frage. Ich brauche diese Hände. Das ist alles. Entschuldigung, ich kann Ihrer Komplizierung. Ich habe da diese Frage. von als ma wenn Wirklich? ich Können Sie. ich das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Diese Geschichte ist. Entschuldigen Sie. Tun Sie das. Hören Sie bitte. Das alles ist ein einziges Missverständnis. Sie werden mir die Hände von Oskar wiedergeben und wir werden Ihre Stadt umgehend verlassen. Das kommt gar nicht in Frage. Ich brauche diese Hände. Das ist alles. Und wenn ich Ihnen helfen würde. Warum so Entschuldigung. tun?
Hören Sie bitte. Das alles ist ein einziges Missverständnis. Sie werden mir die Hände von Oskar wiedergeben und wir werden Ihre Stadt umgehend verlassen. Das kommt gar nicht in Frage. Ich brauche diese Hände. Das ist alles. Ist es Ihnen klar, dass Sie, als Sie in die... Hier... Tun Sie das. Hören Sie bitte. Das alles ist ein einziges Missverständnis. Sie werden mir die Hände von Oskar wiedergeben und wir werden Ihre Stadt umgehend verlassen. Das kommt gar nicht in Frage. Ich brauche diese Hände. Das ist alles. Sie haben von einem Pianistautomaten gesprochen, nicht wahr? Nun... Einem... Na, ein... Mein... Entschuldigen Sie... Tun Sie... Okay, das bringt leider alles nichts. Ich glaube, vielleicht muss ich ihn hier rauslocken. Und dafür sollte die Kamera da unten gehen oder so. Das wäre eine Idee. Mal gucken, ob ich die auch umsetzen kann. Aber wie soll ich die Kamera wieder zum Laufen bekommen? Oder den Bildschirm. Ich weiß es nicht. Vielleicht mit meinem Schraubenzieher? Das wäre natürlich eine Überlegung wert. Hier wird auch nichts angezeigt. Ja, und hier, das bringt nichts, oder? Wenn ich den hochfahre. Das ist nicht nötig. Genau, das ist nicht nötig. Gibt es hier sonst irgendetwas, was uns weiterhilft? Kann ich hier nach links? Nein, da möchte sie nicht lang. Kann ich hier nach rechts? Nee, da will sie auch nicht lang. Okay, dann kann das ja gar kein Labyrinth werden für uns. Da ist nur da hinten. Ja, sonst ist das ja mit dem Lüftungsschacht noch irgendwas. Da, das sieht aus wie ein Lüftungsschacht. Ja, das hast du schon des Öfteren gesagt. Ach so, wartet mal. Wartet mal. Ich rühre hier lieber nichts mehr an. Ach so, okay. Wenn ich jetzt nach oben fahre. Kann ich dann hier irgendwas reinwerfen? Das wäre zwar ein bisschen böse. Nee, aber irgendwie scheint das nicht zu gehen. Ja. Und schon wieder hänge ich fest. Das ist ja bedauerlich. Was sonst? Kann ich doch nichts Neues machen, außer ich habe da oben was übersehen. Ich kann ja noch mal hinfahren. Gucken, ob es da noch irgendwas gibt. Ja, sonst, ich habe mit dem Typen alle Dialogoptionen erschöpft. Ich könnte höchstens mit Oskar noch mal über mehrere Sachen reden. Aber ich wüsste auch echt nicht, wieso. So, einmal nach vorne. Kann ich das überspringen? Ja, kann ich. Das dauert mir sonst doch ein wenig zu lang. So. Jump. Jump. Hier nochmal ganz genau hier umschauen. Vielleicht kann ich ja doch die
die Tür irgendwie öffnen mit dem Metallschneider. Hier kann ich wohl nicht lang. Oder mit dem Schraubenzieher. Nein. Okay, wieso können wir durch die Fenster gucken? Wieso? Hier können wir ja auch nichts machen, oder? Nee, sieht nicht so aus. Aber irgendwas muss doch hier noch sein, oder nicht? Schade. Ja. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Aber die Folge ist auch zu Ende jetzt gleich. Und dann finden wir hoffentlich in der nächsten Folge einen richtigen Weg, um hier weiterzukommen. Ich fahre jetzt noch kurz zurück. Ja, sonst ist hier ja wirklich nichts mehr. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Genau, das bringt ja auch jetzt gerade gar nichts. Okay, ich gehe noch kurz runter. Ladidadida. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.